Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Kochvideo. Viel Spaß euch beim Zuschauen. Wir kochen heute Gyrossuppe, ihr habt es gelesen, mit einem leckeren, wo ist es, Gyros-Gewürz. Das braucht ihr auf jeden Fall. Dann einmal eigentlich Chili-Pulver, aber ich habe hier Chili-Flocken, nehme ich her. Dann braucht ihr noch eine Zwiebel. Also ich sage, das Gericht für zwei Personen euch. Dann haben wir Pfeffer natürlich und Salz brauchen wir auch. Dann könnt ihr zwei unterschiedliche farbige Paprika nehmen. Ich habe jetzt einfach zwei rote. Ihr braucht noch Olivenöl und Senf. Ich habe jetzt diesen schärferen Senf hier, aber auch ganz normalen, also mittelscharfen Senf nehmen. Dann eine Knoblauchzehe brauchen wir. Dann Frischkäse, da habe ich jetzt diesen Kräuterfrischkäse, 0,2% Fett. Dann braucht ihr noch Oregano und stückige Tomaten. Ich habe jetzt welche mit Kräuter. Ihr könnt aber auch ohne Kräuter nehmen, das geht genauso. Und dann Gemüsebrühe braucht ihr noch. Und natürlich, weil es ja mit Gyrosfleisch gemacht wird oder so, ja, es kommt halt Gyrosfleisch rein. Da habe ich Putengeschnetzeltes hier. Das habe ich hier in der Tupperdose. Das holen wir immer vom Metzger im Bioladen. Wenn ihr meine Foodhalls kennt, da wisst ihr das, dass wir unser Fleisch und unsere Wurstwaren immer nur im Bioladen holen. Und ja, da haben wir das uns zuschneiden lassen hier schon mal. Also wenn ihr ein Putenfleisch oder auch Schweinefleisch könnt ihr hernehmen oder Geflügel, also allgemein Geflügel könnt ihr auch hernehmen. Also nicht Pute, sondern Hühnchen könnt ihr dann einfach in Scheiben schneiden und das kommt einfach in die Suppe rein, so ein geschnetzeltes eben. Ja, und dann würde ich sagen, wir beginnen mal mit der Zubereitung. Ich gebe jetzt zuallererst das Putenfleisch in einen Gefrierbeutel, denn dann kommen noch andere Sachen dazu. Das wird also mariniert und dann, ich glaube, 10 Minuten mariniert dann. Ich presse jetzt den Knoblauch in das Fleisch mit rein, also in den Beutel, in den Gefrierbeutel. Für zwei Personen gebe ich jetzt einen halben Teelöffel Öl mit rein. Dann kommt auch schon das Gyros-Gewürz mit rein. Ich mache da jetzt einfach Pi mal Daumen, so viel ich denke, so viel wie uns taugen würde. Mache ich jetzt einfach ein bisschen. Und jetzt kommt nur noch Salz dazu und Pfeffer und dann kommt es für 10 Minuten circa, macht ihr das dann einfach in den Kühlschrank. Natürlich vorher gut durchkneten, das mache ich jetzt eben noch. Und dann gebt ihr das einfach für 10 Minuten circa in den Kühlschrank und könnt dann mit den anderen Schritten weitermachen. Jetzt schneide ich nochmal die Zwiebel in Streifen. Und die Paprika schneide ich dann ebenso in Streifen. So, ich nehme jetzt wieder meine Bratmatte, deswegen brauche ich kein Öl. Und jetzt kommt auch schon das Fleisch rein. Das wird dann ungefähr 3 Minuten angebraten. Jetzt gebe ich die Zwiebeln dazu und lasse ich auch ungefähr 3 Minuten anbraten. Jetzt gebe ich dann die Paprika, die geschnittene, noch dazu und lasse es ungefähr 5 Minuten nochmal braten. Jetzt gebe ich noch Chiliflocken dazu und auch Salz noch. Salz gebe ich jetzt gleich noch dazu und auch noch den Pfeffer. Und jetzt gebe ich den Senf auch noch dazu. Jetzt kommt nur noch Oregano dazu. Und dann lasst ihr das Ganze ungefähr 15 Minuten noch köcheln. Und dann wird es nur noch mit Frischkäse verfeinert und dann serviert.
Ja, hier ist nun die leckere Gyros-Suppe. Ich bin schon ganz gespannt, wie sie jetzt schmecken wird. Ja, falls es euch interessiert, die hat 261 Kilokalorien pro Portion. Also sehr wenig, aber im Geschmack ist sie bestimmt super lecker. Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!